Hallo und herzlich willkommen, ich bin Sans und wir spielen in Elden Ring. Und ja, wir sind nicht ganz da, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Ich habe ein ganz paar Tage nicht gespielt. Und beziehungsweise ich habe gespielt, allerdings einen anderen Charakter. Nämlich habe ich einen Prisoner nochmal angefangen, weil ich ein bisschen mir die Magie angucken wollte. Und hier gibt es noch ein bisschen was hier oben, was man noch so erkunden sollte. Da habe ich mir jetzt einfach noch bei einem hier oben, einfacher Ritter, noch eine Kriegsasche besorgt. Und jetzt ist hier so ein Lager, wo ich gerade noch so durch wollte, bin ich jetzt verreckt. Jetzt dachte ich mir aber, hey, ich kann natürlich nicht alles skippen, aber ich will dich natürlich mitnehmen. Deswegen bin ich nochmal back und wir machen den Rest hier jetzt im Let's Play. Denn ich habe ja gesagt, wir spielen noch ein bisschen weiter, ehe wir uns in der Burg weiter begeben. Oh, Alter. So. Und genau das tun wir jetzt. Wir werden hier weiterspielen und dann gehen wir auf die Halbinsel. Also ich werde zwei, drei Sachen muss ich noch abgrasen. Oh, da ist wieder so ein hässlicher, mistiger Köter. Ey, die sind so ätzend. So. Ich hasse diese Viecher, ey. Merkt ihr, dass mich dieses Spiel aggressiv macht? Ich glaube, im LS rede ich nie so, aber hier bin ich, von dem bin ich echt angepisst. Die sind so nervig. So, deswegen holen wir auch gleich. Oh ja, mal Wanderlinge. Habe ich die überhaupt schon mal probiert? Naja, lass mal die mal ein bisschen mitspielen heute. Das wird schon gehen. Ah, jetzt steht der Große da schon auf. Kommt vor. Ja, der hat uns schon entdeckt. Solange es nur er ist, ist alles gut. Guckt euch den Kollegen an. Boah, diese Viecher. Ich komme gar nicht raus. Sterbt einfach. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen Platz hier. Ah, die Kleinen sind kein Thema. Nur die Köter sind echt nervend. Und der Große war ein bisschen scheiße. Aber ansonsten passt das schon. So, zack. Du noch. Genau, Freundchen. Du bist der Nächste. So sieht das da ganz gut aus, oder? Jetzt gucken wir erstmal rein, was in der Truhe rumliegt. Oh, ein Bestien-Schild. Da ist noch einer. Kannst du mal schön knicken. Von dir lasse ich mich nicht verprügeln. So, und hier drüben war noch ein bisschen Loot. Zack. Ja, ich glaube, mich zu erinnern, hier gab es nur dieses Schild. Mehr war hier, glaube ich, gar nicht. Den können wir auch noch umnähten. Und da ist noch so ein dämlicher Köter. Komm her. So. Okay, das war, glaube ich, die ganze Mannschaft. So, damit ist das Lager leer. Und ich glaube, so viel mehr gab es ja jetzt gar nicht mehr. Das heißt, wir begeben uns... Gab es hier oben noch was? Ich bin mir nicht genau sicher. Aber ich glaube, das passt schon so. Ich gucke sonst in Ruhe nochmal nach und wenn was war, dann nehme ich euch mit. Wenn wir ein bisschen was verpassen, ist das ja auch alles nicht so schlimm. So. Okay. Also hier waren wir ja auch schon mal, ne? Und da sind wir quasi bei der Tante hier drüben gewesen. Mit der haben wir schon gequatscht. Die ist auch gar nicht mehr da. Schaut mal, die ist weg. Dann haben wir hier schon ein bisschen was umgenietet. Die muss ich einfach nur töten, weil sie kacke sind. Weil sie nervend sind. Das geht leider nicht anders. Tut mir leid, Freunde. So. Den können wir auch mitnehmen, wenn wir einmal hier sind. Zack. Ah, manche Sachen gehen beritten echt gut, ne?
So, und hier kommt jetzt ein Punkt. Oh, das würde ich gerne mal noch probieren. Und zwar holen wir uns jetzt hier diese Gnade. Und ich würde ganz gerne zum Nachteinbruch gehen. Ich bin mir gar nicht sicher, waren wir hier schon mal? Ich glaube, wir waren hier auch schon mal. Ich war, glaube ich, nicht nur mit meinem Magier hier. Und zwar der Punkt, der da, dieser Dunkelkavallerist, der taucht nachts auf. Und den kann man halt eben nur nachts bekämpfen. Und das würde ich jetzt auch machen, denn der droppt, soweit ich weiß, auch eine Kriegsasche. Ich habe allerdings keine Ahnung, was der alles kann, so richtig. Deswegen müssen wir den erstmal ein bisschen studieren. Okay, also bisher geht's. Bisher hat er mich noch nicht so wirklich erwischt, ne? Wir sind aber auch, wie gesagt, auch schon... Aua. Okay, okay, okay. Er macht aber Schaden. Er kann Schaden, definitiv. Mag die Blutattacke, die ist schon echt nice, ne? Vor allem, wenn man die gut timet, kann man die halt schon schön auf Range machen, ne? So, das war's. Das ging flott. Noch den Rest geben dem Kollegen hier. Und da ist es um ihn geschehen. Okay, gibt's jetzt hier Loot oder nicht? Ja, Kriegsasche, Barrikadenschild. Genau, das Ding. Oh, Pflege der Dunkelkavallerie. Das klingt auch nice, ne? Ich tue mich so schwer mit der Entscheidung, was ich nun letzten Endes spielen will. Also ich will den natürlich klar als Melee-Charakter spielen. Aber ich weiß noch nicht so recht. Ja, wir schauen erstmal an, was das Ding macht. Barrikadenschild, ein von Sir Nadehard entwickeltes Talent. Konzentriert eure Energie in euren Schild, um ihn kurz zu härten, sodass er stärkere Schläge ablenkt. Und das ist, glaube ich, eine ganz nette Geschichte. Ja. Weil der Punkt ist folgender. Im Moment haben wir ja, ne, wenn wir uns mal die Stats angucken. Also, sehen wir das hier überhaupt? Ja, doch, wir sehen das. Ne? Wir haben jetzt aktuell 20 Kraft. Das brauchen wir eh in jeder Skill und Kondition genauso. Aber wir haben 19 Stärke und 18 Geschick. Wir haben 12 Glaube und 10 Arkan-Energie. So, Blutungseffekte skalieren halt mit Arkan, mit Glaube, was wir aktuell mehr haben, skaliert heilig besser. Also so ein bisschen was in Richtung Parler. So, und der Punkt wäre jetzt folgender. Man könnte, ja, das Ding können wir gar nicht tragen. Ne? Dafür brauchen wir aber auch mehr Geschick. Schaut euch das mal an. Ach nee, oder? Moment mal, zurück. Kann ich irgendwie, war das mit dem Vergleichen so hier, ne? Zu Geschick C, Stärke etwas weniger und gar nicht mit Arkan. Macht natürlich auch weniger. Wirbelnde Kette ist natürlich auch krass. Was braucht das Ding? Das muss ich selber mal gucken. Jetzt habe ich die Ansicht hier ausgeblendet. So, braucht 24 Geschick. Das ist natürlich schon allerhand, ne? Aber ihr seht, man braucht eh ganz viel von allem möglichen Kram. Das ist eine Großaxt. Das hier ist ein Speer. Genau, hier haben wir das. Das Katana.
konnte ich eigentlich, das ist ja ein Großschwert, ne? Kann ich das zusammen mit einem Schild tragen? Das ist jetzt auch eine Frage, das würde mich mal interessieren. Ja, das Schild hat nämlich, das Messing-Schild hat richtig gute Stats und das hat nämlich 100% Abwehrresistenz. So, jetzt haben wir eine große Last. Ich muss hier ein bisschen was ablegen. Das Ding zum Beispiel. Dann sind wir jetzt bei einer mittleren Last. So, und die Doppelklinge hat 7 Kilo. Und ich kann aber... Es geht nicht, ne? Ich kann das Ding, glaube ich... Doch, ich kann so ein Teil sogar tatsächlich mit einem Schild anziehen. Das ist ja nice. Muss man nämlich mal ein bisschen was rumprobieren. Und zwar knallen wir jetzt mal auf dieses Schild die Kriegsasche drauf. Die hier. So, Barrikadenschild, okay. Und dann wäre jetzt die Frage, was nimmt man damit natürlich? Das Teil, also es gibt noch die zweite Asche und die haben wir nämlich bei dem anderen, habe ich mir die geholt. Und die würde jetzt auch ein bisschen die Abwehrkräfte erhöhen. 11,5, ja, mit dem Ding haben wir eh eine große Last. Schwert der Getreuen, das hat halt jetzt schon ein bisschen andere Stats, ne? Großdegen. Uchigatana. Das ist ja eigentlich, das ist ja schon plus 1, ne? Und hier haben wir die Doppelklinge, die hat halt plus 5. Die könnten wir aber auch mal umbauen in der Weile. Das würde schon gehen, ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel die Doppelklinge nehme. So. Gut. Genau. So, dann ballern wir hier jetzt mal in die Doppelklinge ein anderes, eine andere Kriegsasche rein. Wobei das eigentlich scheißegal ist, ne? Ich kann das ja so und so spielen. Ich kann jetzt, hier habe ich die Blutung drauf, ne? Und ich könnte aber auch das Teil hier drauf ballern. Skaliert dann halt mit Glaube, ne? Und dann würde mich mal interessieren, wo haben wir mal ein paar Gegner, an denen wir üben können? Ach, hier oben in unserer Ecke. Das kennen wir schon, ne? Vorm Tor. Das würde mich mal echt interessieren, wie gut das Schild jetzt mit diesem Teil funktioniert. Aha, jetzt habe ich diesen Schildeffekt sozusagen drauf, ne? Aber ich muss... Genau. So, das steigert meine Defense, so wie ich das verstanden habe. Und... Das Schild sollte jetzt richtig krass blocken. Also es ist halt ein sehr, 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 sehr defensiver Bild. Ich würde es mal probieren mit dem Kollegen dann, der da hinten steht. Mit dem da. Okay. Na okay. War ein Versuch wert. Ich dächte. Ja. Wie ist denn das? Moment. Okay, 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 okay. Naja, war ein Versuch wert. Ich wollte mal ein bisschen probieren. Also richtig spielt sich das mit letzter Ort der Gnade. Spielt sich das mit Schild auch nicht so richtig spannend, wenn ich ehrlich bin. Ja, der Punkt ist, ich habe das in einem Video gesehen und fand das eine echt coole Geschichte.
Ich weiß aber jetzt gar nicht so richtig, wie ist denn das? Na, jetzt kommt die Pfeife erstmal mit ihrem Scheiß daher. Ja, macht jetzt aber auch keinen Sinn, sich mit denen jetzt hier rum zu ärgern. So, genau, wir sind wieder, wir gehen hier runter, wir machen hier an der Stelle weiter. Alles andere wäre jetzt, kann ich in Ruhe nochmal ein bisschen probieren und dann kann ich euch das zeigen, wenn ich das ein bisschen ausgefeilt habe. Denn, ja, ich meine, der Effekt ist ja nicht umsonst so, wie er ist, ne? Und bis ich das gecheckt habe, werde ich jetzt aber erstmal die Kriegsasche hier wieder ändern. Blutig nützt uns jetzt nicht so sehr viel, weil wir einfach im Moment noch nicht so viel Arkan haben. Na? So, was machen wir jetzt? Genau, wir brauchen erstmal hier diesen Punkt und guck mal, da hinten ist nämlich eine Burg. Okay, so, hier haben wir genau unser Kartenfakt. Und wow. Und da schießt ein Kollege mit richtig dicken Pfeilen, so wie das aussieht. Den hatte ich mit meinem Magier, habe ich mich nämlich hier ein bisschen schon umgeschaut. Da hatte ich den schon auf dem Schirm. Ich habe mich glücklicherweise nicht von ihm treffen lassen. Ist er schon halb tot, ohne dass ich was gemacht habe. Ihr vergesst das erst ganz tot. Okay, und das ist ja eine Burg. Eine Festung. Nicht wahr? Okay. Gab es Runen für. Okay, alles klar. So, dann holen wir uns hier mal den Punkt. Ich weiß gar nicht, wie viel brauchen wir jetzt eigentlich für ein Level Up, weil mit 8,5 sind wir ja schon 7,4. Das reicht nämlich schon wieder für ein Level Up. Ich weiß gar nicht, was ich beim letzten Mal gesagt habe, aber ich glaube, ich möchte jetzt, also ich finde unseren Schaden gar nicht so schlecht. Ich glaube, ich würde jetzt erstmal noch eine ganze Ecke auf Kraft gehen. Und zwar bestimmt, bis wir mindestens 25 sind. Und dann würde ich, glaube ich, noch ein paar Punkte in Kondition stecken. Weil da, bis dahin habe ich genug Zeit, um zu üben. Also wenn wir Waffen finden, okay, dann können wir mit den Waffen rumprobieren. Aber Kraft und Kondition brauchen wir in jedem Bild. Ne? Egal, was wir spielen wollen. Und ja, da steht uns quasi frei, was wir machen möchten. Und ich kann mich echt noch... Ich weiß, dass man im späteren Verlauf des Spieles wohl auch nochmal die Möglichkeit hat, Punkte neu zu vergeben. Denn es gibt so viele Möglichkeiten. Und, ah, tue ich mich schwer. Ich tue mich wirklich schwer damit. So, okay. Oh Gott. Alter Schwede. Ah, okay. Da muss ich ein bisschen vorsichtiger rangehen.
Aber man hat's gesehen, wenn ich ohne den Kram blocke, fresse ich wesentlich mehr Schaden. Wenn ich's dran lasse, geht's. Okay, wir holen uns das zurück, aber ich würde gleich mal noch eine Sache wechseln, weil mir das letztens schon... Die haben wir jetzt ein bisschen ausprobiert, die Wölfe waren cool. Ich würde ganz gerne mal, glaube ich, die Qualle probieren. Ich glaube, die ist sicher auch ganz nett. Aber wir sind hier unten, ne? Wir müssen mit dem Fahrstuhl hoch. Nee, der muss. Kommt der runter oder hoch? Kommt runter, genau. So, jetzt hier aber mal Schluss mit lustig. Vielleicht versuchen wir es doch ein bisschen taktischer. Wenn wir direkt hier gleich an den rangehen, pullen wir alles. Ah, guck mal, hier sind wieder diese Köter. Ich hole jetzt erstmal die Qualle raus. So, mal gucken, was die kann. Ich bin gespannt. Okay. Ich hasse Hunde. Ich weiß nicht warum, aber ich... Also Tiere im Generellen. Irgendwie sowas Nervendes. Okay, es scheint aber so, als ob die Qualle sich gar nicht bewegt, hä? So, mit denen kann ich es auch so aufnehmen. Okay, okay, okay. Meine Güte, ey. Ich stelle mich heute wieder an. Dieses Spiel. Ich habe noch nichts mit diesem Fläschchen gemacht. Deswegen brauche ich mich noch nicht wundern. Das muss ich mal unbedingt noch nachholen. So, jetzt haben wir natürlich ein Problem. Wir haben kein Leben mehr. Und auch keine Möglichkeit. Ja, alle Fläschchen, alle. Das heißt, wir bräuchten dringend eine Gnade. Deswegen hoffe ich mal, vielleicht kriegen wir das hier hin, indem wir einfach sehr, 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 sehr safe spielen.
Es gibt Runen. Runen, Runen, Runen. Und Schatztruhen. Oh, ein Claymore. Das klingt natürlich auch nett, ne? Was ist denn das? Ein Großschwert? Ja. Ja. Richtig fettes Gerät. Hier ist wieder so ein dicker. Nee, das ist ein kleinerer, aber hier sind drei davon. Da gehen wir doch drauf. Eisenball. Okay. Hier geht's runter. Hier geht's hoch. Hier oben ist auch wieder Party am Start. Aber das ist immer nicht so toll, wenn das so viele sind. Ja, hat er mich erwischt. Im Sprung. Anhiliert sozusagen. Okay, aber die sind auch nicht unbedingt Best Buddies hier alle. So, ihr wisst aber, was das heißt. Wir müssen definitiv lebendig oben ankommen. Wobei, ich glaube, so viele Runen waren das letzten Endes, glaube ich, gar nicht. Aber mich nervt das Schild. Ich weiß nicht. Es fühlt sich nicht so richtig an, ne? Ich glaube, der Bogen ist schöner. Kann ich hier gar nicht. Da ist er wieder, ne? Okay. Wir lassen den Bogen hier drin. Das ist, die bessere Geschichte. Wo kann ich jetzt etwa... Jetzt geht's wohl doch. Jetzt kann ich Inkarnation auf dem Blutschwert machen. Das hatte ich so gar nicht auf dem Schirm, dass das dann doch ging. Was habe ich denn dann jetzt für Stats hier drauf? Ne, 238. Es ist wie vorher auch. Okay. Nun gut, aber was mir nicht gefallen hat, die Qualle, die würde ich ganz gerne nochmal wechseln. Oder ich hause einfach raus. Naja, mein Gott, dann ist es jetzt so. Von den Viechern, ey. Ja, vielleicht müssen wir ja nicht alle umnieten. Was ist denn mit dem da hinten? Bei dem waren wir auch noch nicht. Das ist so ein Kürbiskopf, wie dieser Kürbisboss wahrscheinlich. Kann ich den von hinten erdolchen? Geht das? Oder rafft er das, hä? Okay, einfach umnieten, so schnell wie es geht, bevor überhaupt dazu kommt, irgendwas zu machen. Rein damit.
Hier geht es auf jeden Fall auch hoch auf die Mauern. Ich weiß nicht, ob wir dann in dieselbe Position kommen wie vorhin. Aber zumindest geht es in die Richtung. Sieht aber so aus, ne? Es hat definitiv richtig Style, also das muss man schon sagen, ne? Au! Die schmeißen ja. Was seid denn ihr für Arschlöcher? Okay, tot. Einfach tot. Okay, mit denen muss ich, da muss ich glaube ich mit Pfeil und Bogen schießen oder sowas. Lass den mal runterkommen. Ich mache dabei mal diese Arzneibuddel fertig. Dass wir die wenigstens dabei haben. Arzneimischung. So, wie war das jetzt hier, ne? Jetzt kommen wir hier eins. Genau, das mit der Hälfte der HP. Ja, gibt mir einen Glaubensschub. Können wir jetzt nicht viel mit anfangen, aber ist okay. Wir beschweren uns nicht. So, und jetzt aber. Jetzt nehmen wir hier nochmal umschalten, genau. Umschalten ist die richtige Taste. Und na, ich will ehrlich ungern die Wölfe nehmen. Die ballern wirklich alles raus. Irgendwas, was ein bisschen... Ich glaube, die Wandleradligen waren schon ganz cool. Einfach so ein bisschen, um was zu haben, was stört. Denn die hier sind schon ganz schön kacke hier. Diese dämlichen Köder. Ich mag die nicht. Also das ist... Ich habe da mit denen immer meine Probleme. Machen, was ich will. Die treffen mich irgendwie immer. Mach die kaputt. Sehr gut. So. Zwei und den dritten kriegen wir auch noch. Okay, sehr schön. Den nehmen wir gleich wieder am besten genauso auseinander wie eben. Natürlich. Okay, klappt super. So. So, okay, alles klar. Jetzt den hier. Okay, das hat definitiv besser geklappt. So, jetzt müssen wir mal gucken. Nee, so rum. Stopp. Die drei reichen. Okay, ich habe keine Pfeile mehr. Okay, das klappt aber definitiv besser.
Durch die Wand? Was bist denn du für eine Arschgeige, ey? Kackvogel. So, gut. Aber wir haben die erstmal kaputt. So, das ist der Hof. Hier waren wir vorhin schon drin, ne? Ah, wo geht's jetzt hier? Okay, das sieht so aus wie die Ecke, wo wir... wo vorhin schon Stuff war. Aber hier ist, guck mal, hier ist eine Gnade. Da können wir uns jetzt erstmal auf alle Fälle unseren Stuff zurückholen. Also unsere Fläschchenladung. Scheint es weiterzugehen. Ja. Weil hoch kommen wir hier nicht mehr. Das ist halt ein bisschen doof. Hier geht es auch nicht weiter. Wow, 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 wow. Okay, 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 okay. Halten aber auch was aus, diese Viecher, ey. Glassplitter, okay, alles klar. Weißzahn. Mustern sich so auf und dann machen die hier ihren Scheiß, ne? Das ist wieder ein großer. Oh ja. Ja, manchmal kann man auch ein bisschen Glück haben, oder? So, jetzt hier hoch. Ja, wie gesagt, ich denke, der Schaden, den wir haben, der ist eigentlich gut. Wir brauchen einfach ein viel, 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 viel größeres Lebenspolster, dass wir richtig gut was aushalten. Oh, ein Doppelkling-Talisman. Wir spielen mit Doppelklingen, ne? Vielleicht sollten wir das irgendwie... Was haben wir hier? Stärkt heilige Angriffe, senkt die Schadensresistenz. Beschleunigt die Ausdauerregeneration. Okay. Nehmen wir rein. Bin ich tolerant? Will ich haben? Okay, nice. Dann müssen wir hier aber wieder runter. Geht's hier weiter? Da ist noch eine Insel. Da gucken wir noch schnell vorbei. Boah, das war knapp. Das war knapp. Ich dachte schon, wir gehen drauf. Aha. Befleckte goldene Sonnenblume.
Oh, schaut mal. Okay, wir haben irgendwie roten Strahl gekriegt, aber sonst nix. Hat uns eine Fläschchenfüllung gegeben, okay. Scheinbar, ne? Brauchen wir zwar jetzt nicht zwangsläufig, aber... nehmen wir auch trotzdem gerne mit. So. Oh, das scheint ein Boss zu sein oder sowas. Guck mal, da ist eine Nebelwand. Ich denke, da müssen wir hin. Das macht Sinn. So, Schmiedesteine nehmen wir auch. Okay, hier ist wieder so ein Ding. Da müssen wir idealerweise vielleicht... genau in die Mitte, da wo das Kreuz ist. So, und jetzt glaube ich einfach nur einen Schritt nach vorne. Dann sollte das passen, genau. Hier sind Ratten, ne? Okay. Und vielleicht einfach raus. Noch mehr Ratten. Eine Ratte. Eine Peitsche. Okay. Tritt. Okay, alles klar. Meinetwegen. Okay, wir können darüber gehen. Wir gehen erstmal hier rüber auf die andere Seite. Und uns aber vorher mal noch ein Fläschchen rein, denn da ist schon wieder einer. Und hier ist... oh, hier ist glaube ich noch ein großer, hä? Sollten wir erst den machen. Einfach mal zwei Hits drauf. Okay, und hier geht's dann runter. Hier ist, glaube ich, nichts mehr. Oh, 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 oh. Oh, die sind sauer. Vielleicht lege ich mich mit denen nicht an. Ah, scheiße, ey. Okay, wir gehen einfach mal reingucken. Ich meine, ich denke... mhm. Okay, alles klar, alles klar, alles klar. Der hat gefrühstückt. Au! Okay, gut, ist aber machbar, ist machbar, denke ich. Mal jetzt schon auf ein Drittel runtergekloppt, also ist wirklich Wahnsinn. Also der Schaden, den wir haben, das reicht locker. Wir müssen einfach nur irgendwie es schaffen, gut zu überleben. Ja, das wäre auch noch ein grüner Abschluss, wenn wir den vielleicht jetzt noch einfach umhauen. Hm. Ist das eine andere Insel? Nee, das ist schon das, oder? Hä? Haben wir hier drüben nicht? Die haben wir nicht aufgesammelt, ne? Komme ich hier rüber? So. Ah, das Ding kann ich vielleicht auch einfach hier lassen. Okay, dann hier runter, ne? Zack.
So, jetzt müssen wir bloß noch irgendwie an den Ratten wieder vorbeikommen. Die waren nervig. Wow. Wow. Hier, genau. Sehr gut. So, dann gleich nochmal hinsetzen. Okay, passt. Und jetzt klappt mal den Kollegen da drinnen in dieser komischen Insel um. Auf dieser komischen Insel. Kann ja aber nicht so schwer sein. Er hat nämlich noch ein paar Seelen von uns. Und die wollen wir wieder haben. Okay, okay, okay. Oder auch nicht. Alter Schwede, getuschottet. Ah, ich verstehe. Ich verstehe, ich verstehe. Ja, passt auf, wir machen jetzt noch einen Try. Wenn das nichts wird, dann wird es halt wieder nichts. Ihr kennt das Spiel, dann baller ich den einfach die Tage mit um. Und, nehme euch dann einfach dementsprechend mit, wenn ich ihn gekillt habe. Kann ich bei dem eigentlich bestimmt auch, oder? Ja, klar, ist hier so. Dann können wir hier nämlich die Kollegen mit ranholen. Und dieser Schlag ist so dermaßen delayed. Okay, ich habe gesagt, das war der letzte. Ne, einen machen wir noch. Der hat irgendwie so ein ganz komisches Schlag. Also der hat, manche Schläge sind sehr schnell und manche sind sehr, sehr langsam, finde ich, von ihm. Und die komischen Kollegen hier nützen uns mal gar nichts. Also die sind wirklich total Banane. Das bringt echt nichts. Dann eher noch die Wölfe. Ich glaube, dann sind die noch mit das Beste, was uns passieren kann. Denn ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe nie so richtig drauf geachtet. Ich muss mir das mal in den Videos angucken. Ich habe das Gefühl, dass die Special-Attacke mir Leben zieht. Aber vermutlich täusche ich mich einfach nur gerade. Oh, natürlich jetzt alles rausgeballert, aber ist egal. Wir haben ja zur Not noch eine Mana-Füllung. Boah, die ist wirklich schnell. Die ist richtig schnell, diese Attacke. Okay, alles klar. Ja, ja, die zieht uns Leben. Ich habe das nicht falsch gesehen. Das heißt, die nehmen wir auf jeden Fall nicht mit rein.
Ja. Okay, vergesst das. Also, wir lassen es dabei stehen. Ich hau den einfach beim nächsten Mal mit um. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns. Bis dann.